Moin Moin! In diesem Video zeige ich dir, wie du Rhabarber ganz einfach vermehren kannst, sei es um den Ertrag zu steigern oder Freunde und Familie ja, deine eigenen Pflanzen zu schenken. Zwei Methoden, ganz einfach in diesem Video. Viel Spaß, los geht's! Rhabarber ist eine sehr robuste, mehrjährige Pflanze. Wenn die erstmal in der Erde ist, dann wächst die und wächst die. Und wie schon gesagt, ich zeige dir jetzt zwei Methoden, wie du diese robuste Pflanze vermehrst, um einen Ertrag zu steigern oder, ja, wie gesagt, Pflanzen zu produzieren, die man dann vielleicht ja, dem Familie, der Freunde oder dem Nachbarn schenken kann. Fangen wir gleich mit der ersten Methode an, das Teilen. Teilen einer Pflanze. Ich habe hier ein paar Ableger schon mal ausgegraben, die hatte ich hier auf dem Wall in Maurerton eingegraben und jetzt sollen die den ganzen Wall bepflanzen, also die ganze Fläche soll bepflanzt werden. Also du brauchst erstmal eine Pflanze, die du teilen kannst, aber jetzt nicht einfach irgendwie so ein Knochenstück, das bringt nichts, die kann man nicht teilen. Du musst schon eine haben, wo ein bisschen ja, Wurzelwerk und auch Augen drin sind. Nicht die Augen, sondern, ich zeige euch das mal an einem Beispiel, Augen. Also, das ist ein Auge, das ist ein Auge, das ist ein Auge, das ist ein Auge. Mehrere Augen, die man dann einmal mit dem Spaten durchtrennt. Und wenn du das durchgetrennt hast, hast du zwei Pflanzen. Wenn man sich den Wurzelballen anguckt, den kann man sogar dritteln, da hätte man dann drei Ableger. Das kannst du mit der Hand machen oder mit dem Spaten. Mit dem Spaten ist das schöner, weil das eine saubere Schnittkante ist. Hier zum Beispiel haben wir einen Ableger, der hat nur ein Auge. Zwar schöne Wurzeln, aber den kann ich nicht teilen. Der kommt so wieder in die Erde rein. Auch hier richtig tolle Wurzeln, aber auch nur ein Auge, der ist als Ableger halt eben nicht geeignet. Den Spaten her, also ansetzen, mittig und dann einmal durch und ich habe meinen Ableger. Und so setze ich den dann einfach wieder in die Erde rein. Teil 1, Ableger. Das ist die erste Methode, simpel, einfach und ich kann meinen Bestand Jahr für Jahr vergrößern, bis ich einfach zu viel habe und die Ableger dann an Freunde und Familie verschenken kann. Kommen wir zur zweiten Methode. Bevor wir die jetzt einbuddeln, die zweite Methode, wenn du die Rhabarberpflanze hast und sie wächst, entsteht irgendwann auch mal eine Blüte. Und aus der Blüte entstehen Saatkörner. Das ist eine nicht so gebräuchliche Methode, aber das Saatgut kann man auch ernten und in die Erde stecken. Der Prozess ist nur länger. Und du kannst es nur im Frühjahr machen. Jetzt zum Herbst hin oder im Hochsommer sollte man Saatgut nicht in die Erde stecken, weil das nicht anwächst. Der Frost kommt ja irgendwann. Also das Vermehren mit Saatgut kann man machen, aber erst ja, Februar in die Erde. Habe ich auch schon gemacht, funktioniert, nur der Prozess ist halt eben sehr lang und die Pflanze braucht wirklich sehr lange, bis sie groß ist, bis der Ertrag drin ist. Wenn du eine vorhandene Pflanze schon hast und die teilst, ist das wesentlich einfacher. Jetzt habe ich meine Ableger und ich möchte gerne in die Erde bringen. Aber in was für eine Erde? Wohin? Tipp 1. Wenn du keinen Gemüsegarten hast, kauf dir eine Maurertonne. Super einfach, ich habe davon zwei Stück gehabt. Da waren Jungpflanzen drin, die ich geschenkt bekommen habe. Haben da, ja, sind gewachsen. Ist auch was geworden. Jetzt brauche ich diese Tonnen nicht mehr, die kommen weg. Da kommt irgendwas anderes rein, vielleicht Kartoffeln oder so. Löcher natürlich vorher rein, damit keine Staunässe entsteht. Also, du brauchst keinen Gemüsegarten. Kannst auch eine Maurertonne nehmen oder irgendwie einen kleinen Kasten, wo du eine Pflanze reintust.
Im hinteren Teil habe ich zum Beispiel so Betonringe, da habe ich auch Rhabarber drin, funktioniert super. Es ist einfach eine automatische Unkrautsperre. So, weg damit. Den brauche ich nicht mehr. Ich möchte sie in die Erde setzen. Wie viel Platz braucht so eine Rhabarberpflanze? Ganz einfach, so ein Rhabarberblatt, oh, das hat schon eine Größe. Die Stängel kennt ihr, die sind groß, also braucht sie auch Platz. Man sagt pro Pflanze ungefähr 1 Quadratmeter. Ich habe das jetzt aber, oder für mich, meine Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, ja, Quadratmeter, man kann auch 2 Pflanzen in einen Quadratmeter reinsetzen. Funktioniert auch. Ich habe meinen Betonring, was ich gerade sagte, da habe ich sogar 3 Pflanzen drin und da kriege ich riesen Stängel daraus. Ich habe hier jetzt eine Fläche von 3 Meter mal 1 Meter und ich würde sagen, eine Pflanze, 2 Pflanzen, 3 Pflanzen, noch eine schöne starke, 4 und 5. Das sollte was werden. Die werde ich jetzt einbuddeln und mich freuen, dass nächstes Jahr richtig viel Rhabarber ist. Wie pflanze ich die ein? Erstmal ein Lochbuddel. Und dann so groß, dass die Wurzeln auch wirklich alle unter der Erde sind. Schön tief, dass alles bedeckt ist. Weil das Auge, was ich gerade eben zeigte, sollte gerade so die Erde, also die Erdoberfläche berühren. Lieber darunter. Dann hat die Pflanze genug Erdreich, um wieder anzuwachsen und im nächsten Jahr schön auszutreiben. Worauf du auch beim Teilen achten solltest, dass du das nicht machst, wenn das zum Beispiel Frost angesagt ist. Also sprich, wenn der Boden anfängt zu frieren. Das mögen die Pflanzen auch nicht. Also jetzt, September, Oktober, vielleicht noch Anfang November, perfekte Zeit. Da hat die Pflanze noch genug Zeit anzuwachsen. Aber im Dezember, Januar, da solltest du Rhabarber nicht teilen. Das kommt der Pflanze nicht gut. Genauso im Sommer solltest du die Pflanze auch nicht teilen. Das kommt auch nicht gut. Wenn die Pflanze schön in der Erde drinne ist, sieht man sie nicht mehr. Das ist doof. Mach dir einfach einen kleinen Stecken rein, irgendwie ein Stück Holz oder irgendwie einen Ast. Dann weißt du, dass du da was ausgepflanzt hast. Kleiner Tipp am Rande. Jetzt sagst du, Mann Stefan, geile Tipps, aber ich habe gar keinen Rhabarber. Tja. Dann bleibt die zweite Methode das Saatgut oder du kaufst dir im Gartenhandel deine erste kleine Rhabarberpflanze. Unten in der Videobeschreibung packe ich dir mal 2 Links hin, einmal mit Saatgut und einmal mit einer Pflanze. Das sind Affiliate-Links, damit unterstützt du meinen Kanal. Schau mal unten in die Videobeschreibung. Da sind auch noch ein paar andere Links, so Sachen, die ich gerne benutze oder auch schon gekauft habe. Kannst ja mal reingucken zum Stöbern. So, und den letzten hier noch. Richtig cool. Rhabarber ist in der Erde. Jetzt habe ich noch ein paar Rhabarberpflanzen über. Und jede Menge dreckige Finger. Ja, sehr schön. Die kriegen jetzt Freunde. Die tue ich in kleine Pöttiche rein, in kleine Töpfe, Tontöpfe und die verschenke ich. Hat euch das Video gefallen? Daumen hoch. Tipps und Tricks vom Gartenpapa. Diesmal Rhabarber vermehren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächsten Samstag. Bis dahin, tschüss!